diesem Video zeige ich, wie du in Python eigene Funktionen definieren kannst. Das kann dir helfen, deine Robotprogramme zu vereinfachen oder klarer zu strukturieren. Zuerst muss ich zwei Typen von Funktionen unterscheiden. Die erste Art Funktion hat eine sichtbare Auswirkung oder eine messbare Auswirkung, zum Beispiel NewPage generiert eine Fläche, ich sehe, dass hier etwas passiert ist. Diese Funktion hat eine Auswirkung. Auf Englisch sagt man Side Effect, also Nebenwirkung. Dann gibt es Funktionen, zum Beispiel Random, die keine spürbare Auswirkung haben. Sie geben aber einen Wert zurück, wenn ich das mit der Print-Funktion ins Textausgabefenster schreiben lasse, dann sehe ich diesen Wert. Auf Englisch heißt das Return, zurückgeben. Ich kriege einen Wert zurück, wenn ich die Funktion aufrufe. Und jetzt schreibe ich selber eine Funktion. Zuerst eine Funktion mit einer Nebenwirkung. Dazu schreibe ich def für Definition und dann einen frei gewählten Namen. Es ist eine gute Idee, my davor zu setzen. Das wird sicher nicht besetzt sein von der Programmiersprache. My Function, sage ich mal, weil ich nicht weiß, wie sie heißen soll. Und dann Klammern und Doppelpunkt. Und weil der Doppelpunkt steht, brauche ich einen Einzug. Und alles, was jetzt eingezogen folgt, gehört zu dieser Funktion. Das heißt, das ist der Funktionskörper, Function Body. Und der Abschnitt, der jetzt folgt, der ist dann gespeichert in der Funktion und jedes Mal, wenn die Funktion aufgerufen wird, wird dieser Abschnitt ausgeführt. Ich kann zum Beispiel etwas in die Ausgabekonsole schreiben. Hi. Wenn ich das ausführe, passiert nichts. Erst wenn ich die Funktion später in meinem Programm aufrufe und das ausführe, dann wird hier Hi geschrieben. Und es wird so oft geschrieben, wie ich die Funktion aufrufe. Dreimal aufrufen, dreimal Hi. Die Reihenfolge ist wichtig. Wenn ich zuerst die Funktion aufrufe und sie erst dann definiere, dann kriege ich eine Fehlermeldung. Das ist in JavaScript anders, aber in Python ist es wichtig, dass hier eine Reihenfolge eingehalten wird, dass die Definition kommt, bevor die Funktion aufgerufen wird. Ich kann einen Wert an die Funktion übergeben, zum Beispiel eine Zeichenfolge oder eine Zahl oder eine andere Zeichenfolge. Das heißt Argument. Und wenn ich eine Funktion definiere, die ein Argument braucht, dann schreibe ich für dieses Argument hier oben bei der Definition einen Variablennamen hinein, den kann ich frei wählen, sage zum Beispiel foo. Und diese Variable kann ich nachher im Funktionskörper verwenden. Und jedes Mal, wenn die Funktion aufgerufen wird, wird diese Variable ersetzt mit dem Wert, den ich beim Aufruf an die Funktion übergebe. Ich kann zum Beispiel diesen Wert nach dem Hi hier in die Ausgabekonsole schreiben lassen. Wenn ich das ausführe, dann sehe ich Hi Bibi, Hi 100, Hi Bubu. Und ich kann auch mehrere Argumente übergeben. Und dann brauche ich natürlich hier oben ebenfalls mehrere dieser Variablen. Man nennt die übrigens Parameter. Ich nenne sie mal foo und bar. Und dann kann ich die im Funktionskörper weiterverwenden. Wenn ich das ausrufe, dann sehe ich Hi Bibi und Hello, Hi 120, Hi Bubu und Fifi. Also auf diese Art übergibst du Argumente. Und das ist jetzt natürlich nicht besonders sinnvoll. Ein sinnvolleres Beispiel
löst ein Problem, zum Beispiel das Problem mit dem Einmitten der Kreise, das wir in der Roboter oft haben. Wenn ich eine neue Seite 1000 mal 1000 Einheiten mache und dann möchte ich einen Kreis mit in der Mitte platzieren. Der Kreis ist vielleicht 400 Einheiten hoch und breit. Dann landet er eben nicht in der Mitte, sondern er wird von der Mitte aus gezeichnet. Und der Kreis wird in eine Art Rechteck hineingezeichnet. Das Rechteck beginnt in der Mitte der Fläche. Aber es nützt mir nicht viel, wenn ich den Kreis einmitten will. Wenn ich den Kreis einmitten möchte, dann muss ich ausrechnen, wie breit der Kreis ist und wie hoch der Kreis ist und die Hälfte dieses Wertes von der Positionierung des Kreises abziehen. Und wenn ich das öfters machen muss und die Werte nicht so einfach sind wie hier, wenn ich 1000 mal 1000 Einheiten habe, dann kann das doch ziemlich mühsam werden. Anstatt mir das anzutun, kann ich eine Funktion schreiben, die eingemittete Kreise zeichnet. Dazu schreibe ich def und dann zum Beispiel centered. Circle. Und dann eine Klammer und Doppelpunkt und hier soll ein Kreis gezeichnet werden an die Stelle x, y und mit der Ausdehnung d und es ist immer ein Kreis, ich will keine Ovale zeichnen. Und jetzt brauche ich diese Positionsdaten und den Durchmesser. Das sind alles Argumente, die ich beim Aufrufen übergeben können möchte. Ich schreibe die da oben rein und beim Aufrufen meiner Funktion, ich kann das mal copy-pasten, möchte ich diese Werte übergeben. Ich möchte in die Mitte und ich möchte einen Durchmesser von 400, so wie vorhin. Und wenn ich das ausführe, dann kriege ich noch einen Fehler, irgendwas stimmt nicht. Ah, natürlich. Ich muss nur drei Argumente übergeben, weil ich ja einen Kreis zeichnen möchte und nicht ein Oval, habe ich mich dafür entschieden, dass ich hier nur drei Argumente brauche. Das ist also wichtig, du musst so viele Argumente definieren, wie du übergeben möchtest. Und dann nicht eines mehr beim Funktionsaufruf übergeben. Okay, also Position wird übergeben und Durchmesser ausführen. Der Kreis steht immer noch oben rechts. Und jetzt tue ich das Komplizierte hier hineinschreiben und dann bleibt es dort im Funktionskörper und ich muss mir keine Sorgen mehr darüber machen in meinem späteren Programm. Zuerst rechne ich die Hälfte des Durchmessers aus, sage R für Radius gleich D geteilt durch 2 und das muss ich immer von der Position abziehen. Und jetzt habe ich einen eingemitteten Kreis. Und ich kann das immer wieder verwenden. Ich kann zum Beispiel auch einen Kreis aus dem Nullpunkt der Fläche zeichnen. Ich habe mir angewöhnt, immer zweimal den Durchmesser zu schreiben. Das muss ich mir dann abgewöhnen. Oder ich zeichne einen Kreis die obere rechte Ecke. Und das ist doch eine Vereinfachung. Und jetzt mache ich noch ein Beispiel für eine Funktion, die einen Wert zurückgibt. Dazu schreibe ich ebenfalls def und einen Namen und einen Doppelpunkt und das Zurückgeben geschieht durch ein Schlüsselwort namens return. Und dann könnte ich zum Beispiel eine Zahl zurückgeben und wenn ich das aufrufe, dann sehe ich keinen Effekt. Erst wenn ich zum Beispiel mit print
diesen Wert hier unten ausgeben lasse, dann sehe ich, was diese Funktion zurückgibt. Ich könnte auch damit rechnen. Sagen print my function plus 50 oder print my function plus my function. Ist alles noch nicht sehr sinnvoll, aber du siehst, wie das geht. Interessanter wird es, wenn ich zum Beispiel eine komplizierte Rechnung in diese Funktion schreibe. Zum Beispiel könnte ich den Satz des Pythagoras benötigen in meinem Programm und ich muss von rechtwinkligen Dreiecken immer die Hypotenuse kennen, die Länge dieses Wertes der längsten Seite in einem rechtwinkligen Dreieck. Und dafür bräuchte ich die Längen der kürzeren Seiten. Zum Beispiel gibt es ein rechtwinkliges Dreieck mit den Seitenlängen 3, 4 und 5. Und nach Pythagoras muss die Wurzel aus 3 mal 3 plus 4 mal 4 müsste dann 5 ergeben. Damit kann ich das überprüfen. Also ich rufe meine Funktion Pythagoras auf mit 3 plus 4 und wenn ich jetzt einfach return a plus b schreibe, das ist natürlich nicht der Pythagoras, aber ich kriege schon einen Wert, 3 plus 4 gleich 7. Und ich mache mal eine Variable namens Resultat und versuche das hier auszurechnen. Wir brauchen a Quadrat plus b Quadrat und davon die Wurzel, da gibt es eine Funktion Square Root. Und jetzt müsste, wenn ich das aufrufe mit den Argumenten 3 und 4, müsste ich die Zahl 5 zurückerhalten. 5. Also das wäre ein Beispiel für eine Funktion, die einen Wert zurückgibt. Und idealerweise benutzt du das, wenn du komplizierte Rechnungen hast, die in deinem Programm für Verwirrung sorgen könnten oder die zu lange Zeilen verursachen.